Konnichiwa, Bitches, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Beim letzten Mal sind wir bei einer lustigen, verdammt, Indianerfamilie gelandet, die uns spontan angeboten haben, wir könnten ein paar Tage bleiben und ihnen auf ihrer Pferdefarm helfen. Das machen wir doch glatt, weil die ein kleines Geisterproblem haben und uns vielleicht mit unserem helfen können. Weil, auch wenn es voll rassistisch ist, aber Indianer haben ja immer so ein Faible für Geister. Die haben da ja Ahnung von. Ist ja jetzt nicht wirklich rassistisch, das ist ja eigentlich. Ne, das ist, hilf mir ein. Ja. Schon dabei. Ganz sachte, Aiden. Nur ja, ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. So gut war doch nur einer. Beruhig dich doch. Menschens Kind. So, wo ist er? Da. Nimm ihn mit. Tragen kannst du ihn alleine, oder? Das ist gut. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Wollte gerade sagen. Warum sind denn die plötzlich so nett? Muss ich das wissen? Schnarch. So, wo soll ich das hin tun, Chef? Pack's irgendwo hin. Okay. Bitteschön. Zeit zum Essen. Yep. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Dann gehe ich halt allein. Nicht, dass die Schafe rauslaufen, ne? Mach da mal wieder zu. Jody, mach mal ein bisschen schneller. Hunger! So. Setz dich doch. Danke. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich habe die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren, aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Ja. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Toll, Jody. Ja, voll toll. Und jetzt? Was macht man nun?
macht denn hier für einen Krach? Seid ihr hin? Vielleicht kann ich ja noch mal mit ihm reden. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Na, pass auf, dir imponiere ich jetzt, Jungchen. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ruhig. Ruhig, mein Guter. Hi. Gleich hier. Nein, Aiden. Das müssen wir zwei allein ausmachen. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Nee. Oder? Nee. Das... Nee. Bring ihn auf die Koppel. Okay, das finde ich schräg. Wie komme ich denn auf die Koppel? Da lang? Da durch? Irgendwie? Nee, ne? Nö. Ja, uff. Lass die mich dann auch raus, vielleicht? Ja, irgendwer muss mich hier rauslassen, sonst kann ich nicht irgendwo hingehen. Oder soll ich da vorne rausgehen? Ich weiß es nicht. Tut sich ja nichts. Ich kann jetzt hier halt im Kreis laufen. Voll toll. Soll ich vielleicht doch da reingehen? Wow. Wie hast du das gemacht? Ah. Wir stecken alle voller Rätsel. Das ist also eine Koppel. Eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Cool. Also quasi da, wo der Wasserturm steht. Ich habe echt keine Ahnung, was ein Pferdekoppel ist. Also jetzt habe ich eine Ahnung, aber... Pff. Ich war nie so ein Pferde- und Pony-Mädchen. Ich war mehr so ein Transformers- und Lego-Mädchen. Jetzt macht sie sich nackig. Oh, bitte mach das, lass das unscharf bleiben, weil sonst kriege ich hier ein echtes Problem. Ja, so ist okay. Ich habe vor alle Fälle gerade mal meinen Finger auf den Knopf. Was ist los? Was? Wow. Den verstehe ich nicht. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Ha 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 ha.
Tür. Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Wenn du wüsstest. Ach, dass die sich aber auch so sträuben. Ich könnte bestimmt was tun, wenn ihr mal mit mir reden würdet, Mensch. Ihr Blöden. Okay, die Kamera hat in die Richtung gedreht. Ich laufe da jetzt einfach hin. Da passiert gar nichts. Toll. Also sie will nicht in ihr Zimmer gehen. Na dann... Was willst du denn dann machen, Mädchen? Das fehlt mir ein bisschen, dass man keine Gedanken mehr hat, quasi. Was hast du vor? Sag nicht, du willst direkt nach draußen gehen. Du bist doch lebensmüde, Mädchen. Okay, sie will nach draußen gehen. Jetzt? Stein? Genau, das wird helfen. Nein! Au, fuck!
Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit! Sag mir endlich, was hier los ist! Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stell jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Oh weia. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Das sieht doch schon ganz gut aus. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Dann los! Ja! Er mag uns, er mag uns. Ah, okay. Juhu! Oh, cool. Das ist geil, das gefällt mir. Auch wenn ich voll in Schlangenlinien reite. Boah, weil das schon ein bisschen... Der Kerl, da ist er. Ach, schön. Voll die tolle Aussicht. Yeah. Ich werde langsam müde. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Ui. Und jetzt? Jetzt setzt du dich hin. Zum Rumpennern. Na gut. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Und die Geister rund um euer Haus, weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Jeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Jay! Jay! Ich gehe die Klisch. Oh, ist es er?
Der Bär Barschak hat... Ja, sie in der Rech ist. Das war Paar. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ja, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt wieder an den Seiten klicken und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare und Bewertungen da lasst. Und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen bei Let's Play Beyond Two Souls. Buzzing!